Im aktuellen Battle Pass Stufe 95 gibt es eine zugegebenermaßen wirklich hässliche MAC-10-Variante, die wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht freigeschaltet haben, weil sie halt auf einer so hohen Stufe ist. Und auch ich wusste gar nicht, dass ich schon freigespielt habe, was aber natürlich daran liegt, dass ich sehr oft das Game zocke und halt auch streame. Und was mit dieser Bauplan-Variante jetzt ist, ist wirklich unglaublich. Eigentlich wollte ich heute ein Video über den DMR-Nerf machen, aber das hat absolut Vorrang. Denn der YouTuber JGod hat gestern ein Video hochgeladen und gezeigt, dass der Bauplan von der MAC-10 einen anderen Rückstoß, einen anderen Hipfire-Spread und vor allem anderen Schaden als die normale MAC-10 hat. Und das ist unglaublich. Ob es nur ein Zufall ist oder ob das auch auf andere Waffen anwendbar ist, werden wir heute rausfinden. Ich habe die AS-Wall und die A-Max dann nochmal getestet, jeweils mit der normalen Version und dann eine gekaufte Waffe, die ich von früher noch hatte und geschaut, ob das genauso funktioniert. Ganz viel Spaß beim Video. Shoutouts geht raus an JGod. Und wenn ihr nichts mehr rund um Call of Duty Black Ops Cold War und Warzone verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr rund um solche aktuellen Themen. Angefangen hat mein ganzer Test mit ein paar Recoil-Tests von der MAC-10, der AS-Wall und der A-Max. Warum von den anderen beiden Waffen, erkläre ich auch nochmal. Immer zwischen 9, 15 und 25 Metern auf so Garagentore einfach, da kann man das immer relativ cool erkennen. Hier am Anfang waren es jetzt 9 Meter, das sind jetzt 15 Meter und gleich kommen nochmal, nee, es waren 25 Meter, sorry, und gleich kommen nochmal 15 Meter. Und da sieht man schon ganz gut, wie sich der Recoil so entwickelt. Und ich habe das so aufgebaut, dass man dann am Ende nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem eigenen Recoil sieht. Und dann der direkte Vergleich nebeneinander. Hier seht ihr jetzt von der Standard MAC-10, wie der Recoil aufgebaut ist. Da muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, den kennt man schon. Jetzt wird es aber interessant, denn das hier ist der Recoil von der Bauplan-Variante an sich. Wie gesagt, beide Waffen sind die gleichen. Und beide haben keine Aufsätze. Der einzige Unterschied ist, dass das eine Tarnung quasi hat, ein Bauplan ist und die andere Waffe nicht. Von der Bauplanvariante 9, 15 und 20 Meter, ihr seht auf jeden Fall, dass es schräg nach oben rechts geht, was natürlich deutlich einfacher zu kontrollieren ist als der Recoil, den wir gerade gesehen haben von der normalen MAC-10. Und es sieht sehr, 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 also es ist fast eine gerade Linie, die nach oben rechts geht. Egal ob bei 9, 15 oder 20 Meter. Ich weiß, mit 20 Meter ist es ein bisschen schwierig, das zu sehen. Jetzt kommen wir zu dem Vergleich. 9 Meter. Auf 9 Meter ist das einfach die, Leute, das ist die gleiche Waffe. Beide ohne Aufsätze. Nur die eine hat einen Bauplan und heißt anders und die andere ist halt eine ganz normale Waffe. Aber die sollten eigentlich 1:1 gleich sein. Schaut euch alleine mal den Recoil an, was das schon für ein Unterschied ist. Hier auf 9 Meter, auf 15 Meter, links die Bauplan-Variante, rechts die normale Variante. Und auf 20 Meter, da habt ihr links die normale Variante und rechts die Bauplan-Variante. Ergo, der Recoil der Bauplan-Variante der MAC-10 ist deutlich einfacher zu kontrollieren. Einfach ein komplett anderer bei einer komplett gleichen Waffe. Ich habe mir überlegt, es wäre doch jetzt krass, wenn das auch auf andere Waffen zutreffen würde, oder? Denn du kannst ja total viele Baupläne von verschiedenen Waffen kaufen im Shop. Und ich hatte mir damals so der A-Max eine Bauplan-Variante geholt und habe das jetzt auch mal getestet mit dem Recoil. Das ist das Ergebnis. Relativ unspektakulär. Geht gerade nach oben, macht dann einen kleinen Knicks und geht dann wieder gerade nach oben. Ist halt der klassische A-Max-Recoil. Und jetzt kommen wir zur Bauplan-Variante. Ihr seht schon die verschiedenen Tracer. Aber ich finde, hier sieht man schon, das sieht eigentlich relativ ähnlich aus. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie extrem nach links oder extrem nach rechts zieht. Das sieht schon sehr, 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 sehr ähnlich aus. Genau das gleiche bei der 9, bei der 15 und jetzt als nächstes auch bei der 20 Meter Option. Die sehen sich schon extrem ähnlich. Ihr seht das jetzt auch nochmal im kompletten Overview. Und unabhängig auch davon, welche Waffe wo ist, sieht man ja schon auch in guter oder in etwas weniger guter Qualität, dass der Recoil sich hier auf jeden Fall nicht ändert, wenn man eine Bauplan-Variante auswählt. So wie es eigentlich auch sein sollte. Unsere dritte Waffe ist die AS-Wall. Das ist nämlich eigentlich das 1:1 perfekte Beispiel, denn wir haben bei der AS-Wall auch eine Battle Pass-Variante im letzten Battle Pass gehabt, auf Level 100 auch. Und die habe ich natürlich auch freigespielt. Und hier habe ich auch einmal den Recoil-Test gemacht, einmal auf 15 und einmal auf 20 Metern. Und hier seht ihr jetzt die AS-Wall mit der Variante im Battle Pass. Leider verschwinden die Kugeln immer so schnell. Das war ein bisschen komisch. Also man sieht da keinen Kugeleinschlag, sondern halt nur so ein, irgendwas verglühen und es ist direkt weg. Deswegen war es ein bisschen schwierig, das einzufangen. Aber hier seht ihr einmal den Vergleich und da schenkt sich das auch nicht viel. Also das sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Also können wir schon mal zusammenfassen, dass bisher nur von der MAC-10 sich der Bauplan vom Recoil zu der Standardversion unterscheidet. Bei der A-Max und bei der AS-Wall ist es nicht der Fall. Und jetzt kommen wir zum ultimativen Schadenstest. Jeder von euch kann in einer Bot-Lobby beim
beim Warzone-Training sich ein Loadout kaufen, wenn er Geld gesammelt hat, und die Waffen ausrüsten. Und so kann man dann relativ sehr gut testen, wie viel Schaden ein Shot auf den Kopf die Waffe macht. Und nach dem Patch von gestern sollte die MAC-10 eigentlich anstatt ein 40er Headshot nur noch ein 30er Headshot machen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr habt am Anfang da gesehen, wie viel Schaden ich gemacht habe. Jetzt seht ihr, wie viel Schaden ich danach gemacht habe. Und ihr könnt euch zusammenrechnen, dass das definitiv nicht 30 Schaden sind, sondern tatsächlich 40. Zum Vergleich benutzen wir mal die Standard MAC-10. Ihr seht es hier, 1260 Schaden. Headshot. 1290 Schaden. Der lebende Beweis, dass die Bauplan-Variante aus dem Battle Pass Stufe 95 einfach 10 Schaden mehr auf den Kopf macht. Also es ist ja nicht so, dass bei einer MP 10 Schaden wenig ist. Das ist einfach ein unfassbar großer Vorteil, wenn man jetzt einfach sich den Battle Pass freikauft und diese Stufe von der MAC-10 auswählt. Holy shit. Das wollte ich dann auch, wie gesagt, nochmal unbedingt bei der Amax und bei der Asval ausprobieren. Die Asval macht standardmäßig einen 47er Headshot-Schaden. Wir sind hier bei 816 und wir sind bei 863, ergo 47. Da scheint alles zu passen. Zumindest bei der Bauplan-Variante. Bei der normalen Variante waren wir gerade bei 1593 und jetzt bei 1640, ergo 47. Das passt. Als letztes hatten wir jetzt die Amax. Da seht ihr gerade am Anfang, war ich bei 539 Schaden. Ich vergleiche das ja gleich am Ende nochmal besser. Warte hier, dass ich den Headshot mache, mache ihn, vergleiche wieder und bin bei 595. Wir hatten am Anfang 539, 595 und das ist ein Headshot-Schaden von 56, was auch den Stats entspricht. Also scheint hier auch alles in Ordnung zu sein, zumindest bei der Standardversion. Gehen wir jetzt zum Bauplan, dem Tracer-Pack. Wir sind bei Schaden bei 595. Ich kann einen perfekten Headshot setzen und direkt perfekt vergleichen. Und seht ihr, 651 bedeutet, wir hatten vorher 595, 651, 56er Headshot-Schaden, das passt. Lange Rede, kurzer Sinn, scheint es gerade aktuell nur bei der MAC-10 zu sein, dass sie komplett eine komplett andere Waffe zu sein scheint und nur vom Aussehen sich mit der normalen Variante ähnelt, aber ansonsten vom Recoil und vom Schaden deutlich zu unterscheiden ist. Hier zeige ich euch nochmal kurz den Ausschnitt von Jaygods Video, wo er zeigt, dass das Crosshair auch bei der normalen Variante etwas größer ist, auch wenn es nur ganz, ganz wenig ist. Es ist etwas größer, bedeutet, dass der Hipfire Spread bei der Bauplan-Variante auch noch etwas besser ist. Auch wenn es nur minimal ist, es sollte überhaupt nicht anders sein. Was ist eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Glaubt ihr, dass es Absicht war oder Zufall oder wieder eine Unaufmerksamkeit oder wollten die wieder die Battle Pass Käufe anregen, dass man sich jetzt einzelne Stufen kauft? Es gibt ja immer so verschiedene Theorien zu der ganzen Geschichte. Und außerdem, was haltet ihr von dem DMR-Nerf? Ich habe mitbekommen, dass es nicht so krass sein soll. Ich denke, dazu werde ich noch ein Video machen. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare und eure Reaktion auf dieses Video. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein kostenloses Abo oder eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.